Eine richtige Begrüßung. Also wenn man jetzt sagen würde, hallo und herzlich willkommen Ich hatte eben die beste Begrüßung aller Zeiten. Zum neuen Podcast auf unserem Kanal, Troja. Heute sind wir dabei Niklas, Sebastian und Jan. Und der Niklas hat direkt mal eine Anekdote für euch. Ja, genau. Ein wunderschönes Hallo an alle, vielleicht neuen Leute oder nicht neuen Leute oder alten Leute und hallo. An alle. Achso, es hat jetzt schon angefangen. Ja, es hat schon alles, war schon. Da muss mich ja wieder nah. Richtig. Genau, ja. Ja, alle wieder nah. Thema heute so ein bisschen Social Awkward. Wir haben gleich noch was hat Jan, hat noch was vorbereitet. Genau, wir können erstmal sagen, was so die Themen sind. Das eigentlich ganz genau, gut. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Die zwei Anker dieser Sendung, das kann natürlich auch immer ausufern, sind halt Social Awkward und Red Hot Chili Peppers Clown von den Gorillas. Ich decke auf. Ja, und ich wollte halt jetzt, wie gesagt, mit einer Anekdote anfangen, wegen diesem Social Awkward, wenn man sich sowas aus den Fingern zieht. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. So. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, also ich mache jetzt gerade meinen Führerschein zu Ende. Und dieser Moment, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie abholt mit dem Auto und dann ja die neue Fahrstunde beginnt, und das war jetzt letztes Mal an der Fahrschule selber, hat der, den wir abgeholt haben, gewartet. Und mein Fahrlehrer ist dann nochmal auf Toilette gegangen, bevor wir weitergefahren sind. Und dann sitzt man so zu zweit im Auto, der eine auf dem Fahrersitz, der andere so schräg dahinter, damit man genügend Beinfreiheit hat. Und so, und sitzt man so schräg hintereinander, und dann war das jemand, der organisiert Mittelalter-Festivals. Was ja schon mal als Job auf jeden Fall was Spezielles ist. Ja, das stimmt. Und dann hat er so darüber erzählt, und ich fand das halt super geil. Also wir waren halt früher auch, war ich immer so auf so, also ich finde das halt schon, das Universum finde ich halt schon cool, weil ich das auch so durch Videospiele und so finde ich das ganz cool. Aber es ist halt so, jemand, der sein Leben darauf aufbaut, das ist halt sehr komisch, damit umzugehen, ohne jetzt was zu sagen, was den mega verletzen würde. So, ja, es ist halt schon was ganz Lustiges, was du da machst. Ja. So, das kann halt schon sehr schnell sehr negativ aufgefasst sein. Und ich weiß nicht, ob ich ihn damit beleidigt habe, aber er macht halt so Mineralien, sowas verkauft er so. Ja, ach, lol. Ja, kennst, weißt du, was ich meine? Schon, ja, ich das ist halt schon so mega speziell. Mega speziell. Da. Der war halt jetzt da, um so einen Anhängerführerschein zu machen, und dann habe ich dann halt so, ich weiß nicht, so. Okay, oh Gott, was kommt denn jetzt? Nein. Ja, das ist halt nicht das Problem bei einem Podcast, wenn man Sachen nicht sieht. Ja, das ist genau das. Ist ja. So ist er halt gerade nur mit seinem Handy so, also was ich eben auch gemacht habe, in einer anderen Folge so rumgespielt. Ja, wir haben ja, gerade, ja, so mega schnell irgendwie, das war, sah crazy aus. Und wir haben gerade beide so drauf geguckt. Mineralien. Ja. Auf jeden Fall, das ist halt schon was mega Spezielles. Und ich so, ja, dann machst du jetzt einen Führerschein, damit deine Bude so hinfahren kannst. Und so ein bisschen, so einfach in den Raum geworfen. Und ich glaube, es hat, der hat sich sehr auf den Schlips getreten gefühlt. So, boah, so, was hier Bude oder sowas. So. Und du willst kämpfen oder nein. Aber so, man kann ja schon jemanden schnell damit verletzen. Du willst kämpfen, halt, ich hab Schwerter. Ja. Ich hab Mineralien und Erze. Oh. Das ist halt, also sowas finde ich immer so, wenn man so mit dem Universum überhaupt nicht vertraut ist und das so was extrem Spezielles ist. Wir hatten eben noch einen Fall, wenn jemand ein spezielles Hobby hat oder so, wo man einfach nicht mitreden kann, und ja, gibt's halt ganz verschiedene Fälle von, ne? Ich finde, was wir auch eben schon, eigentlich schon, also im Vorgespräch hatten, das Gruppentreffen, also man trifft sich mit einer Gruppe und dann dieses typische, im Restaurant oder so, typische Toilettengeh-Phänomen. Also ein paar Leute gehen gerade aufs Klo und dann sitzt man da nur noch zu zweit. Und dann ist so dieser Schutz der Gruppe, wo man sich einfach aufhalten kann und es passiert nichts. Man muss nicht aktiv sein, oder man ist halt aktiv, aber du hast ja mehrere Ansprechpartner. Und dann ist das so weg. Und dann weißt du, dann ist halt die Frage, du fängst jetzt wieder ein Gespräch an, aber je nachdem, wer das ist, also oft, man trifft sich ja mit Gruppen und dann mag man ein paar Leute mehr, ein paar weniger so. Oder man mag wahrscheinlich dann alle, aber man hat mit ein paar auch vielleicht auch nicht so viel zu tun. Präferenzen und ja, sowas, genau. Ja. Und dann, wenn dann die Konstellation schlecht ist, dann hast du da echt, aber zumindest ich oft da so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ja, das habe ich aber auch. Da muss man ja eigentlich so direkt quasi übergangslos, ja, ne, das Gespräch anfangen, wenn man dann so 10 oder 15 Sekunden nichts sagt. Und dann denkt, ja komm, jetzt sag ich, und was, das ist dann mega awkward. Schon ja. 3-4 Sekunden, dann, die können sich sehr, sehr lang anhören. Ja, es fühlt sich auch alles so geil. So, so nach 15 Sekunden, ja, und ja, das ist dann oh, das, ne? Ja, das ist ja überhaupt. Ja, schönes also Winter. Mein aktueller Trick ist einfach, Sachen, die schon vorher besprochen wurden, nochmal ansprechen. Ja, genau. Das. Das ist so, dann hoffen, dass sich da was entwickelt. Ja. Oder halt, ja gut, Handy greifen ist natürlich auch immer, aber ja, das ist halt auch ich eben vorgeschlagen. So. Das ist schon ein richtiger Disrespect, wenn du dem anderen sagst. Ja, andererseits Kopfhörer rein, so. Boah, das habe ich auch mal gemacht, aber das ist auch wirklich aus Antipathie, um jemanden absichtlich zu denunzieren, ja, so im Gespräch. Ich, so würde ich ja nicht gehen, aber also Handy war das höchste der Gefühle von, also von, es ist ja nicht mal Ablehnung, es ist einfach keine Ahnung, was ich sagen soll. Auch das ist ja einfach so, weiß man halt nicht. Ich glaube, es kann auch beleidigend wirken, ja, auf jeden Fall. Ja, die Situation hatte ich auf jeden Fall schon öfter, dass ich dann da saß,
Oft ist es ja dann gefühlt auch so, dass sobald einer auf Klo muss, die anderen schon so Warntrigger haben und ach, ich muss auch. Ja, So. genau, ja. Weil Und dann alle Pflichten mit es da gibt diesen Ab, rein. also erst, also, weiß man, es sind fünf Leuten und ja, einer muss auf Klo, nächstes Jahr, safe, wir sind noch vier. Und auf einmal springen zwei mit auf und dann denkst du ja, jetzt auf Klo zu gehen, ist Ja, dann auch blöd. aber Weil jetzt jetzt wird es und okay. offensichtlich, dass man halt diesem Gespräch aus dem Weg gehen will. Das ist halt so eine Sache. Das ist Ich auf jeden glaube, Fall. ich hatte gerade, während du geredet hast, die Theorie aufgestellt in meinem Kopf, dass es vielleicht ein Humorproblem ist. Du weißt nicht so, also auch. Ja, Also ich bei mir versuche bestimmt. manchmal, wenn ich versuche, ich versuche sehr oft nur in Situationen Gags zu machen. Ich glaube, ich bin höchstens in der Situation lustig. Und wenn ich dann irgendwie, ich glaube, ich treffe nie den Humor von anderen, weil ich so ein Viertklässler Humor habe, der so relativ platt ist. Und wenn ich dann jemanden habe, den du nicht kennst, der lässt sich nicht so schnell auf so diese Humorebene ein. Ja, da musst du echt Glück haben. Also, Da ich musst du halt kenne Glück haben, dass viele du. Leute, die meinen Humor nicht teilen. Aber ich kenne auch viele, die den. Also, dann geht es aber richtig ab. Ja, Also, genau. dann, Ja, aber ja, das. wirklich. Dann, wenn man auf einer Wellenlänge Dann ist, geht's dann aber richtig. kann ich gefühlt in jedem Satz einen Gag raushauen. Aber wenn das oft, ist halt auch oft dann nicht so. Und dann denkt, dann fällt mir nichts mehr ein. So. Genau. Und wenn du dann den Joke verkackst und der andere einfach keine Reaktion zeigt oder Ich lache ja, das oder halt nicht einfach oft lacht. aus Wenn man dann Höflichkeit. keine, Ja, wenn man nicht dann mal aus keine Höflichkeit, das so Höflichkeit. angewöhnt. So. Ja, genau. Yay. Ich kenne diesen Aber es Blick ist aber halt, auch ist zu halt. gut, weil ich weiß, dass ich Nein, auch das war jetzt mal nicht auf dich hundertprozentig nicht. bezogen. Ja, trotzdem, ich weiß ja, dass ich auch. Ich hau einfach alles raus und da ist halt auch viel Schrott dabei. Und wenn du dann so merkst, so, du kennst ja auch dann von deinen Freunden, kennst ja meistens mittlerweile so die Blicke so, ey, du Ja, hast auch schon mal also. bessere gebracht. Ja, das stimmt. Das gibt's auch. Und wenn du das Aber. dann irgendwie transferierst auf die Person, mit der du gerade alleine bist und dann so denkst, okay, das könnte jetzt dieser Blick gewesen sein, hast schon mal ordentlich Aber ich verkackt und finde es so. andersrum fast noch schlimmer, wenn der Gegenüber witzig sein will, aber Ja, man springt halt gar nicht drauf an. So. das wäre ich Man, dann aber ja. ich, also dann, ja, nee, aber das gibt es ja auch in, Ja, weiß ich okay. nicht, auch in geschlechtergetrennten Situationen, wo halt, also, ne, wo die Gegenüber weiblich Ja. ist und du denkst so, fuck, ey, der Humor, der trifft ja überhaupt nicht meins, oder? Das habe ich halt auch oft. Ja, oder wenn halt einer so ein, quasi so ein Monolog hält, ne, eine Geschichte erzählt, die ist aber dann länger, als man denkt. Ne, Ja, und man will, kann ich man hört auch. halt die ganze Zeit Ich. zu, aber man kann dem auch nicht die ganze Zeit irgendwie in die Augen gucken, weil das dann mega awkward ist. Ja, Augen gucken ist auch so eine Ne, Sache. also Oh Gott, ja. klar, aber man, ja, okay, und man guckt dann so ein bisschen weg und hört halt nicht mehr hundertprozentig hin und nickt halt die ganze Zeit so Ja, mit. ja. Und dann lacht man auch ein bisschen, wenn irgendwas Was ich. Aber halt es. Witziges ist. Ja, So, absolut. Das und stimmt. dann, ja, wenn er dann fertig ist, ist auch vorbei. Dann kann man auch Genau. nicht mehr Den, weiterreden. das, der Moment Ja. nach einer Story, ne? Oft, selbst wenn ich die Story Ja. gut finde, Ja. mir fällt ja nicht oft direkt danach was ein. So. Mir fällt ja dann nicht, ja und haha, übrigens und so. Das In fällt der mir dann Gruppe hat oft nicht meistens ein. irgendwer einen Kommentar oder so und du kannst dann Genau. nochmal ein, Ja, zwei aber auch Minuten. selbst, wenn du nur so einen plumpen Kommentar bringst, dann ist ja das Gespräch danach auch vorbei. Ja, genau. So, dann muss der Gegenüber ja wieder was machen, theoretisch. Oder du halt selber. Dann ist bei mir schon Oder dieses ein Dialog komplette, ausgeschöpft. man nennt es auch Luke Mockridge-Phänomen. Dieses, dass du was erzählst, wo auf jeden Fall alle, wo der Gegenüber auf jeden Fall zustimmen Ja, wird. gut. Selbst wenn es nicht hundertprozentig die Sache ist, wenn du merkst, der andere erzählt eine Story, wo er erwartet, dass du auf jeden Fall zustimmen wirst, weil er davon ausgeht, dann musst du ja schon zustimmen. Und dann ist immer dieses Ja. Und man bestätigt sich dann 50 Mal gegenseitig so, ja, du hast recht, genau, Ja, das meine ich das war ja. ja Ja, echt krass. Ja, boah, absolut. Mann. Ach, Wenn du das dann aber so scheiße. einen Aspekt daraus, ja, das war wirklich schlimm, Genau, ne? ja, und vor Boah. allem, ich Ja, meine, genau. und dann alles exemplarisch nochmal und dann in unterschiedlichen, genau. Aber das ist halt auch so die Frage, ne? Sind wir einfach so Meta, dass wir das quasi mitbekommen, wie schlimm der Dialog gerade ist? Oder, also es hat, ich glaube, es hat schon jeder. Also es, Ja, glaub ich, das ist jetzt kein schon. Einzelfall, aber manches ist einfach nicht unangenehm, glaube ich. Ich glaube, manche können es auch anders ausdrücken. Auch Ja. dieses jetzt darüber reden oder so. Okay, das ist halt jetzt, wir setzen uns jetzt damit auseinander, dass wir jetzt darüber reden, woran es genau gelegen hat. Ob es eine Ja. humortechnische Ebene ist, ob es eine Interessen- und Hobby, oder das spielt ja alles mit rein und sowas. Ja, auf jeden Aber ich glaube, Fall. mit mindestens jedem fällt auf, dass es awkward Mindestens ist. jedem. Also mindestens jedem. Ja, Mindestens. das ist jetzt, klingt Vielleicht jetzt auch komisch. mehr, ja, das stimmt. Vielleicht Kann auch natürlich mehr. sein. Der Ja. Außenstehende, das finde ich, also oft ist man, entweder weiß man, da ist irgendeiner, der ist auch so quasi dabei, weil er hört es schon so. Ja. Das macht es noch schlimmer, finde ich. Wenn einer, wenn du weißt, irgendwer hört gerade zu von Ja. außerhalb und dann will man sich ja noch mehr irgendwie rausretten, aber das klappt ja auch nicht. Oder Hast du du schon bist selber in mal der Situation, dass du es mithörst und denkst, oh Gott. versucht, Leute zu retten aus solchen Situationen? Weil ihr mitbekommt, Ja. okay, die beiden so, Stufenparty oder so, so zwei Leute müssen sich unterhalten. Hey Leute, ich habe zwar Ja, genauso wenig ich damit zu hab. tun, aber ich tue jetzt einfach, als wäre ich so hacke, um euch daraus zu erlösen. Ja, so direkt nicht, aber ich kenne das aus Gruppen, wenn sich quasi einer gerade um Kopf und Kragen redet, Ja. dass man das dann probiert durch einen Gag. Einfach dann aber Ja. auch, also Gag und dann anderes Thema so. Ja, Dann genau. nimmt man so eine Abbiegung noch, bevor es richtig schlimm wird. Genau, Da haben ja. wir so ein paar Kandidaten in der Gruppe.
Grüße. Ja, absolut, ja. Aber Ja. den kenne ich auch. Also Das ist. wurde auch schon, als ich mich um Kopf und Kragen geredet habe, Das hast du das auch ist. schon mal gemacht. Ja, klar, das kenne Ja, ich auch. gut, aber das kann bei mir auch passieren, das anderes Mal. Also, Absolut, ja. kann jedem passieren, so. Aber ich finde auch gerade so, ich meine, Humor, ne, das ist ja eh so eine Sache für sich. Du kannst ja nicht, man kann ja schwer sagen, man hat einen guten oder schlechten Humor, weil der ist ja nur gut in, also, der muss ja Ja. beim Gegenüber ankommen. Es gibt ja Leute, die verzichten direkt komplett auf Humor. Ja. Gibt's ja auch. Das Armes ist dann Leben. schon. Geht das überhaupt? Ja, ich kenne da so ein paar Ja. Leute. Also. Boah, ja, die dir direkt klar machen, egal ob welchen Humor du Egal, du jetzt merkst schon versuchst, so, das okay, wird das nicht. wird ultra langweilig jetzt. Egal, Ja. was wir reden, das ist einfach lame. Also, deswegen, ja, Humor ist echt so eine Sache für sich. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir ja Nice. so eine Jetzt haben wir so Situation. eine, genau, manchmal, man hat auch so Redefluss, dann hat man auf einmal nichts mehr, dann spricht einer was an und dann geht es wieder stundenlang weiter. Das ist auch so eine komische Situation. Aber vielleicht noch in der Öffentlichkeit Social Awkward. Oh Habt ihr ja. da irgendwas? Also, wir hatten ja schon mal die Busgeschichte mit Musik hören und so, das hatten wir ja schon mal. Ja, auf jeden Das ist Fall. auf Ja, jeden Fall mit auch. fremden Leuten ist das immer was anderes. Zum Beispiel im Wartezimmer, ne, beim Arzt. Ja. Da, wenn man da mit jemand anderem ist, den man kennt halt, dann redet man ja manchmal mit dem, Ja, ne? das ist Also, echt oder man sieht schlimm. andere, die miteinander reden, ne? Und man flüstert dann halt immer, weil im Wartezimmer ist es ja mega leise. Ne, und manche reden dann auch so mega laut, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, weil sie, die haben anscheinend kein Problem. Ne? Zu mega laut fällt mir auch ein Aber Freund ein. ich rede Neben. auch sehr laut, oder? Ja, aber Ich sehe das die ganze Zeit in der es gibt Tonspur. aber einen Freund Im von uns, Wartezimmer. der richtig laut redet. Egal welche Situation. Das bin Nee, nicht ich. das bist nicht du. Oh, ich fühl, das Ich, ist gerade. ich. Weil das ist bei mir ein Gen. Meinem Vater und meiner Oma zu, dass Und es geht. es ist egal, um welches Thema es geht, er redet einfach laut. Okay. Und das ist so eine Sache, also es ist eigentlich, es ist halt großteils nicht schlimm, wenn man über nichts so Privates oder so redet, aber wenn es dann doch mal irgendwie privat irgendwo steht, irgendwie an der Bushaltestelle oder sowas, denkt man sich schon so, ja, vielleicht immer ein bisschen leiser, so Ja, muss ja jetzt nicht jeder okay, erfahren, klar. ne? Das sind auch so Sachen. Aber Ja, du das, kannst ja auch oh, nicht, du kannst ja, was ja, willst du sagen, du das. kannst von, ja, komm, ein bisschen leiser reden, so, aber er schafft das gar Leute, die auch nicht. nicht flüstern können. Ja, das Beim ist. Lästern oder so, das finde ich auch. Das Ja, wenn geht in die das. gleiche Kategorie rein, wenn Das du was stimmt. Privates oder Persönliches Ja. oder was andere auf jeden Fall nicht mitbekommen sollen. Genau. Wenn du nicht leise kommunizieren kannst, das ist so eine. Ich glaube auch, dass ich sehe es die ganze Zeit, wir gucken halt uns gerade also auf meinem Laptop läuft gerade die Audacity-Spur, während wir halt reden. Und da kann man sehr gut sehen, dass mein Geräuschpegel immer der absolut höchste ist. Also ich bin mir dessen bewusst und ich Obwohl du versuche am das. weitesten Ich wollte weg gerade bist sagen, von ich dem war gerade sagen, Mikrofon. ich sitze so Deutlich, aber weit ich habe auch weg. eine leise Ich Stimme. frage mich auch die ganze Zeit, wie ich Also. das hinkriege. Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich rede einfach Ja, aber unglaublich ist ja laut. gut, dann kannst du weiter weg, ich muss immer nach vorne. Okay. So. Das ist ja, Oh, und macht ich ja sehr sitze hier im praktisch. voll ungemütlichen Schneidersitz. Ich Ja. auch. Ich kann gleich meine Beine überhaupt nicht mehr bewegen. Gleich geht's auf die Streckbank, Alter. Aber ist auch mal gut, also in Situationen, wo du irgendwie bei Arzt, irgendwelche öffentlichen Gebäude, wo du irgendwas. Wo es so eine Routine gibt, also die wissen, was sie machen müssen. Du bist aber komplett lost, weil du gehst da hin, Ja. denkst, ja, nimm meine Sachen, mach das und gib mir das dann zurück, so. Und dann erwarten die immer, dass du Stimmt. es weißt, so. Das finde ich auch mal richtig schlimm. Also so, ja, die haben mir jetzt die Karte noch nicht gegeben, so, ja, okay, wusste ich halt nicht. Ne, sag einfach, gib mir die Karte und nicht, die haben das und das noch nicht gemacht. Das ist Ja. wieder so eine Situation, wo ich denke, oh, Leute, komm, wo soll ich das wissen? Also, ich bin halt nicht jeden Tag, weiß ich nicht, im Bürgeramt oder wie das Ding heißt. Aber Arbeitslosenamt. ja, da bin ich schon jeden Tag, ja, eigentlich. Nein, das stimmt nicht. Wertungslos. Das ist das. Nein, das stimmt einfach nicht. Das hat ja Entlassen. jetzt keine Wertung, stimmt. Entzugsheim, ne? Das ist auch Ironie, ne? Was? Das ist ein gutes Thema auch für Social Awkward. Ironie. Zum Beispiel wir jetzt, ne? Wenn wir jetzt einen ironischen Kommentar machen, wer soll wissen, dass das ironisch ist? Ja, Also, absolut. man sieht ja die Mimik nicht. Man, Scheiße, das ist das echt. vergesse ich, Das glaube ist ich, echt auch. schwer, Oh so. Das ist Gott. wirklich. Und also, Ups. wer soll das wissen? Die hören das und die kennen uns nicht Ja. und denken sich, ja, gut, komische Ansicht so, aber okay. Okay. Aber es ist halt oft Ironie. Ja, tatsächlich. Und aber auch im echten Leben habe ich das auch oft der Gegenüber nicht alles so Ja, aber nimmt, wie es ist, so. du bist, machst es nicht so mega offensichtlich. Ich glaube, Ja, das ist ich aber dachte auch mal, ein. also ich hoffe immer auf den Kontext, dass man das rafft. Ja, ich raff's oft nicht bei dir. Ja, das stimmt, Muss das ich. weiß ich Ich aber bin, auch. glaube ich, derjenige, Das ist der aber echt komplett krass. miskommuniziert, ja. Ja, das ist, wer macht das? War das noch nicht? Letztes hatte ich irgendwas. Oh, egal, ich mach viel mit Ironie. Lestana vielleicht, ne? Ja, bra. Ja, stimmt, Bressi versteht. Aber der versteht. Auch bei Egal, mir. das war nicht der richtige Lache. Also, weil, ne, egal. Ja.
Ja, ja, ah, okay, so heißt er ja nicht. Also, ich habe extra überlegt, wie ich sagen soll. Ja, Stana HD versteht das auch oft nicht, das stimmt. Der letzte ist ein Smiley missverstanden, aber das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Smileys verstehen. Ja, ja, ja. Hast du das in der Gruppe mitbekommen? Das mit dem Smiley? Der hat zweimal ein Smiley bekommen. Ich habe gedacht, soll ich ihn jetzt ansprechen? Vielleicht war es aber auch so gemeint und dachte ich mir so, okay, das wäre jetzt schon ein bisschen offensive gewesen, wäre der Smiley so gemeint wäre. Das passiert aber öfter, oder? Smileys ja, missverstehen. Genau. Deswegen das meinte ich jetzt. Bewerten, so, das gibt's auch. Ja, genau. Aber zum Beispiel hatten wir mal einen in der Gruppe, der ist da nicht mehr drin. Ja. Der hat, also ich also es gibt ja den Smiley, wo quasi zwei Hände aneinander, also bei WhatsApp. Das Beten? Dieses, oder? Ja, dieses Beten, genau. Es ist nämlich ein Beten, ne? Nicht das High Five. Das ist nämlich, genau, das ist nämlich der Punkt. Und der dachte, es wäre ein High Five. Und es war aber so ein hoffnungsvolles Beten. Und ich habe dann nicht gerafft, was er geantwortet hat. Der hat dann irgendwie so, und hat dann auch so mit der Hand so zurück. Und ich dachte, hä? Also so halt diese andere Hand gemacht, so die so, die einfach so, ja, ausgestreckt ist. Ja. Gut, dass wir das jetzt hier zeigen. Das bringt total. auf jeden Fall war dann das übelste Missverständnis. Und dann war auch die Frage so, ja, wer liegt denn jetzt richtig? Also für mich war das klar, dass es ein Beten ist, aber es kann natürlich auch ein High Five sein. Achso, das da. Das ist okay. Auf jeden Fall ein Beten. Also ja, ist für mich ein Beten, oder? Auf jeden Fall. Das neutrale Gremium, Sebastian? Ja, sieht so aus, auf jeden Fall. Ja, okay. Könnte also auch einfach Klatschen sein. Nee, das ist nee, ja Klatschen gibt es ein extra Mal dafür, glaube ich, oder? Ja, wir sitzen jetzt schon relativ lange. Wir sitzen echt schon lange hier. Wir sitzen jetzt, drei Podcasts am Stück haben wir jetzt aufgenommen. Es gibt so eine komische Frau und so einen Typen, die gerade eine Kopfmassage kriegen. Ja, das sollten wir auch mal machen. Die schlechtesten, also die unnützesten WhatsApp-Smileys. Oder die komischen beim Friseur. Aber am besten noch ein paar Thumbnails auf, Smileys auf Thumbnails. Ja, klar, sonst kriegst du ja keine Klicks. Das ist ja YouTube, geht ja, das YouTube einmal eins WhatsApp-Symbole nutzen. Ja. Das gibt anscheinend mehr Aufrufe. Ja, auf jeden Fall. Alle verschiedenen Familienkonstellationen. Sind die Pfeile zusammen eigentlich ausgestorben? Also die YouTube-Pfeile und Kreise, die roten? Ein bisschen, oder? Ich sehe es nicht mehr so oft. Wusstest du, dass Simon Deskew sich darüber lustig gemacht hat? Über Leute, die Pfeile benutzen? Jetzt, das ist ja der neueste Trend, dass sich Idioten die Pfeile und Kreise benutzen, über Idioten die Pfeile und Kreise benutzen. Ich finde, wir sollten mal die schlimmsten YouTuber aller Zeiten und da ist mal auflisten und da ist auch für mich Simon Deskew. Ich bin richtig. Doppelmoral ist echt auf YouTube sehr, sehr verbreitet, habe ich das Gefühl. Absolut, ja. Das stimmt. Da gibt es ja auch, auch im Gaming-Bereich, ne, da gibt es ja viele coole, ne, aber auch ein paar Cancer-Typen. Ne? War's und, gut. Und da gibt es einen, ne, der benutzt selber solche Kreise und Pfeile, ne, und sagt halt, jo, ich benutze das quasi, als um mich darüber lustig zu machen, ne? Ja, so Pete Smith hat das auch mal gemacht am 1. April für einen Tag. Ja, das stimmt. Aber der benutzt das dauernd. Dann macht der das macht der dann keinen Sinn mehr. Falsche Ironie. Ja, eben. Also da wären wir wieder. Also das ist echt ziemlich komisch, ja. Doppelmoral. Doppelmoral ist sowieso. Das stimmt. Aber manchmal merke ich auch, dass ich obviously, also so, es gibt ja dieses Code-Switching, dieses Phänomen, dass man sich anders verhält mit anderen Leuten. Ja. Anderen Alters sowieso, aber manchmal auch einfach, dass man in einem Konflikt aus dem Weg gehen möchte und einfach, wenn es eine Person ist, wo es einfach nichts bedeutet, was du jetzt für eine Meinung gibst, gerade dass du in so einer Situation bist, du kennst denjenigen kaum und so, dann sagst du einfach, ja, absolut. Mhm. Natürlich ist die AfD eine tolle Partei, wenn du das so siehst. Das ist aber auch, also, das ist schon eine Sache. Wir sind schon, jedes Mal geht es um die AfD. Ist eigentlich so ein heimlicher Propaganda-Podcast hier. Nein, das ist scheiße. Klar. Ja, das darf ich sagen, ist egal. Ist ja nur meine Meinung. Das war jetzt ich wollte aber eigentlich einen anderen Punkt sondern es ist nämlich so, ne, wenn man Leute, also oftmals gibt es ja verschiedene Meinungen zu Film und allem, also Musik, Filme und so. Und aber also es ist ja ganz cool, darüber zu diskutieren, was gut und was schlecht ist. Aber oft, gerade wenn du Leute nicht richtig kennst, dann ist das ja so, ja, Justin Bieber geht ja sogar noch. Irgendwie, weiß ich nicht, ich will jetzt keinen... Ja, guck, ich habe jetzt die AfD genommen, um es plakativ zu machen. Ja, jetzt weiß ich, irgendeine Schlagersängerin, die ich nicht mag, ist toll. Und dann denkst du dir, ja, nee, eigentlich nicht, aber was soll ich jetzt da sagen? Nee, soll ich sagen, die ist kacke und das ist... Dann bist du ja Social Awkward, beide schweigen und so. Ja, dann sagst du so, oder so, nicht so mein Fall. Ja, genau. Aber du hast natürlich auch Argumente, wieso es nicht gut ist. Ja, keine Ahnung, die schreibt die nicht mal selber, bla bla. Das ist halt einfach nur Chartmusik, so, die weiß, was die machen muss, um da reinzukommen und gut ist. Und das ist ja auch okay, wenn man das mag, aber du weißt genau, dass, egal welches Argument du bringst,
die bleibt ja eh bei der, also der oder die bleibt eh bei der Meinung. Also genau. Lässt es einfach ganz. Du wirst jetzt einen Fan nicht belehren, dass es. Ja, aber dann speichert die Person das so ab, dass du das magst. Ja. Und dann wird das nochmal irgendwann angesprochen. Du denkst dir, fuck, eigentlich. Hätte ich es mal gerade ne? gestellt, ja. Und vielleicht, oder ist das einfach so, ist das Thema Musik ein guter Übergang ja, zu dem genau. zweiten Punkt, absolut. Den wir hier haben. Und zwar. Oh Gott. Guck nicht sterben, Achtung. Du müsst dir das aber noch veröffentlichen, bitte. Mit dem, wenn ich sterbe. Achso, okay. Natürlich, es ist jetzt drin, dass du sterbst. Ja. Okay, also nee, Jan stirbt gerade nicht. Puh, Glück gehabt, knapp überlebt. Okay, immer noch. Ja, meine Stimme ist immer noch weg. Also, folgendermaßen. Ich bin Gorillaz und Red Hot Chili Peppers Fan. Und da ist mir was aufgefallen bei dem neuen Red Hot Chili Peppers Album. Und zwar bei dem Lied Dark Necessities. Ja, ich spiele das jetzt mal vor. Wir okay. hören jetzt zuerst Red Hot Chili Peppers, einen Ausschnitt aus Dark Necessities. Und jetzt Gorillaz Demon Days vom Album Demon Days. Ich hoffe, es ist aufgefallen, wenn man auf die Gitarre geachtet hat, beziehungsweise das ist ein Keyboard bei dem anderen. Es war, glaube ich, bei beiden eine Gitarre, E-Gitarre irgendwie. Es ist derselbe Gitarrenlauf oder dasselbe Riff, was schon krass ist, weil, naja, man kann ja nicht einfach Musik klauen. Eigentlich. Also, eigentlich nicht, ja. Es ist ja jetzt auch nicht so, ein offensichtliches, man kann ja samplen oder so, dass man einzelne genau. Sachen rausnimmt, aber es ist ja einfach nur etwas schneller abgespielt bei Red Hot Chili Peppers. Ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und da ist mir aufgefallen, dass das Album, das neue Red Hot Chili Peppers Album, von dem Typen produziert wurde, irgendwie heißt Danger Mouse, der auch das Gorillaz Album, was glaube ich 2005 oder 2007 irgendwie dazwischen released wurde. Also er hat beide quasi produziert. Also ist er, weiß er ja, also ist, man kann ja sagen, okay, ist Zufall, in der Musik kann sich ja mal was doppeln. Absolut, ja klar. Kann ja passieren. Aber es kann ja kein Zufall mehr sein, wenn der Produzent selber an beiden beteiligt ist, weil der müsste ja am besten wissen, wie es klingt. Ihm müsste es auf jeden Fall auffallen, ja. Ja, das ist, also ich finde, das ist offensichtlich geklaut. Jetzt ist nur die Frage, ich kenne mich mit Musikrecht und so nicht aus, wie weit das erlaubt ist und also ich kann mir nicht erklären, wieso das genau so, also 1:1 ist. Ich meine, Red Hot Chili Peppers, die sollten es ja schon schaffen, eigene Absolut, Ideen ja. zu haben. Es die haben ja, auch super Songs selbst geschaffen, also es ist ja, ja jetzt das ist ja, kein also Fall. Denen würde ich jetzt nicht zutrauen, dass die böswillig klauen würden. Ja, genau, und das müsst ihr vielleicht dazu sagen, nachher haben wir einen Hater. Nee, ich mag beide Bands halt, das ist ja das, deshalb genau, ist mir deswegen, aufgefallen, ja. Sonst wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber, also, erstens, dass die gerade von den Gorillaz klauen, weil das ist keine Rockband oder so, das ist ja eher, ich kann die Musikrichtung nicht beschreiben. Weiß es auch nicht. Es gibt, ja, ist schon Richtung Hip-Hop, dann aber auch Richtung Klassik und so, die haben wir alles drin in den Liedern, ist ja unterschiedlich. Aber dass die, ich weiß nicht mal, ob Red Hot Chili Peppers die Leute selber überhaupt Gorillaz hören oder so. Also ich habe ja nach Begründung gesucht, halt, wieso man das gerade eingebaut hat. Ne? Und dass sie die kennen und hören, würde ich jetzt eher nicht sagen. Also kann ich mir nicht vorstellen bei denen. Weil man, wenn man so Lieder kennt oder so, dann kann man ja, dann behält man das ja und findet es halt gut und vielleicht spielt man es dann unbewusst nochmal selber. Das kann ja schon passieren, aber das kann ich mir in dem Fall jetzt nicht vorstellen. Dann ist aber die Frage, wieso ausgerechnet das und wieso da? Weil dann kann ja eigentlich nur sein, ja, wir müssen da noch irgendwas reinfüllen. Dann hat der Produzent gesagt, ja, nee. Leute, ich hab da noch was. Ey Leute, ich hab hier so ein Ende noch. Da das was Album, im Hinterkopf. Vor allem auch so, das ist ja auch das Autolied von dem Album Demon Days. Also, das ist ja kein bekanntes Lied von Gorillaz. Das ist ja das Orchester-Outro nach einem langen Album so. Dass das nicht so die Aufmerksamkeit hat, wenn das gestohlen ist, ist das auch schon irgendwie klar. Weil das kennt man ja meistens nicht.
Es ist echt mega komisch. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist oder ob es eine Hommage ist. Kann ja auch sein. Das kann, ja genau. Das wäre nämlich jetzt noch meine Anekdote gewesen, dass es ja oft gibt. Es war ein soziales Experiment. Ja, ApoRed. ApoRed ist eigentlich ein Bombenprank, ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das fand ich irgendwie ganz interessant. Da könnt ihr auch mal eure Meinung zu sagen. Und ich glaube, man hört es auch nur von selbst raus, wenn man, so wie du, Gitarre spielt. Weil ich habe mich sehr, sehr schwer getan, auch gerade wieder. Ich weiß, dass ich schon mal erkannt habe, über Kopfhörer. Ich habe das Gefühl, über Kopfhörer hört man das besser raus. Ja. Weil dann der Ton von, also Gorillaz ist klar, da ist ja am Anfang nur das. Und dann kommen immer noch so Chorsängerinnen. Aber bei Red Hot Chili Peppers ist das ja im Hintergrund quasi. Genau, das ist der Gesang drüber. Und deswegen heißt es gerade auch. Das ist zwar das einzig Neue in dem Part. Also der Rest ist ja gleich wieder vor. Das wird ja nochmal leise. Und dann spielen die quasi das, was sie vorgespielt haben, nur mit dem Riff noch. Aber das ist... Ja, es fällt halt nicht so sehr auf, aber es ist schon gleich. Ich habe es auch auf jeden Fall rausgehört, aber ich wäre nie selber drauf gekommen. Genau. Also selbst wenn ich beide Lieder wahrscheinlich mehrmals gehört hätte, mir wäre es nie auf Anhieb eingefallen. Aber man kann es auf jeden Fall raushören, glaube ich. Das war jetzt auch so bei mir, dass das neue Gorillaz-Album kommt ja nächstes Jahr und im Zuge dessen habe ich quasi alles nochmal komplett durchgehört und höre ich eigentlich jetzt immer noch schon seit einem Monat jeden Tag Gorillaz. Und dann fällt es halt schon irgendwann auf, wenn man das Lied noch in Erinnerung hat. Weil sonst sind da ja schon noch einige Jahre zwischen dem Album von denen und dem Red Hot Chili Peppers Album. Aber auf jeden Fall mal interessant zu hören. Vielleicht sieht das ja auch jemand ganz anders und sagt, ja, nee, ist nicht geklaut. Das weiß ich nicht. Darf man so sehr, weil die schneller gespielt haben oder gleich die Töne verändert haben? Ich glaube, also rechtlich glaube ich, dass es aber schon... Soll man denn... Ja, wir willst du auch verklagen. Hm. Die Frage ist nur, haben Red Hot Chili Peppers selber davon gewusst? Wissen Gorillaz davon? So, ja, weiß genau. Ich nicht, keine Ahnung, was die hören. So. Die können es ja gegenseitig einfach nicht hören. Das wurde da vorher gefragt, einfach hat dann der Produzent von, also dieser Danger Mouse halt über Gorillaz so, ja, die wollen euer Riff haben oder keine Ahnung, die wollen die Töne übernehmen. Oder ich weiß nicht, wie das abläuft. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich habe aber auch keinen Artikel dazu gefunden. Also, ich glaube, das ist einfach zu unbekannt. Wenn du jetzt damit, also außerhalb so eines Podcasts, das wird sich, glaube ich, kein englischer Produzent oder so mal anhören. Also wenn du das irgendwie als einzelnes Video machen würdest und dann irgendwie paar Leute sagen würden, ja, absolut, wir sind auch Gorillaz und Red Wobei Chili man halt sagen Fans, muss, dass das sind sagen, ja jetzt keine No-Name-Bands. Also Gorillaz haben mit dem Album irgendwie 3 Grammys gewonnen und das war damals ja auch mit Feelgood und so. Gerade nur das Outro nur. Hatte 3,3 Millionen. Ne? Ja, und das ist ja noch das Geringste. Also das ist ja das mit den... Die sind ja schon in den Top 100 Bands auch bei Spotify immer noch. Und obwohl die seit 6 Jahren kein Album mehr rausgebracht haben. Und Red Hot Chili Peppers sind ja auch riesig. Die waren ja irgendwie Headliner bei Rock am Ring und sowas. Also das ist ja nicht von der Indie-Band geklaut, sondern genau. Aber geklaut muss man auch vorsichtig sein, übernommen, inspiriert, keine Ahnung. Wenn da auf einmal irgendwer was weiß, durch Mega-Zufall oder so, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich habe dafür noch keine Erklärung. Das war auch unser Abschlussthema für heute, oder? Genau. Wir hatten ja erst unser... Wir sind ja wieder über 30 Minuten. Das mit dem Thema ansagen finde ich gut. Ja, das passt. Das sollen wir öfter machen. Wir wissen Leute, worauf sie sich einlassen. Richtig. Wir können auch so Timecodes machen. Weiß ich gar nicht. Nee. Ja, so viel Aufwand. Hört euch das komplett an. Genau, einfach komplett hören. Vielleicht schneide ich das Red Hot Chili Peppers Ding so ein bisschen zusammen, als kurzes Video noch extra. Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt wieder was versprochen, was ich vielleicht nicht halte. Wir müssen das jetzt mal mit Soundcloud machen, damit ihr das nicht nur zu Hause irgendwie hören könnt. Soundcloud, vielleicht auch noch... nee, ich sag's nicht. Sag's nicht, vielleicht, ihr werdet es sehen, wenn das kommt. Soundcloud sollte klappen. Wir informieren euch jetzt nur schon mal. Aber das kann man auch nicht downloaden, ne? Oder? Soundcloud? Weiß ich nicht. Ich glaube. Ja, also ich habe Soundcloud, aber ich habe da noch nie was gedownloadet, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wo der Download-Button sein soll. Normalerweise müsste doch sowas gehen. Ja. Ich habe auch schon. Aber... Zumindest illegal. Ja, genau. Hey Leute, wenn du kriminell ist. Ja, absolut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Genau, das war unser Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.